Stille Nacht, innehalten in der Weihnachtszeit, das ist unsere meines Erachtens sehr gute Tradition zu Advent und Weihnachten. Das Himmelstor ist aufgetan, alt und jung sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. So heißt es bei Storms Knecht Ruprecht. Nun sind wir einmal mehr zum Jahreswechsel noch zu einem darüber hinausgehenden Stillstand verdammt, der uns heute aber nicht wirklich zur Ruhe bringt. Tatsächlich ist es in der Wiederholung der schlechten Nachrichten mehr um die Unruhe, die hier hervorkommt, die Hoffnung dämpft, dass alles wieder bald so umkümmert wird, wie es war. Viele empfinden es so und werden unruhig. Wie paradox, unser aller Leben ist im Stillstand, gleichzeitig aber zur Veränderung oder mindestens in der Unsicherheit vor dem, was als nächstes kommt. Im Falle der Corona-Pandemie durch Umstände die gleich einer biblischen Plage, die über die gesamten Menschen kommt. Wir werden täglich mit den Begriffen der exponentiellen Entwicklungen, mathematischen Statistiken, Zahlen, Kurvendarstellungen konfrontiert, die letztlich schwer verdauliche Kosten bleiben. Spätestens dann, wenn es darum geht, den direkten Einfluss auf unser eigenes Leben damit zu verbinden. Was habe ich damit zu tun? Was geht mich dazu? Üblicherweise eher heimlich interpretierten Teil der Weihnachtsgeschichte vom Kind in der Krippe entnehmen wir aus dem Lukas-Evangelium. Laut Matthäus waren Späne die Sterndeuter beim Kind und haben gehuldigt, wie es dort bei Matthäus im zweiten Kapitel heißt. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes aufgabe. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die heilige Familie war einer Lebensbedrohung ausgesetzt. Josef akzeptierte die unmittelbare Gefahr, die mit der Botschaft des Engels im Traum kam. So ganz nebenbei, Botschaften von Engeln sind ja oft nicht so einfach zu akzeptieren und nicht immer als solche zu erkennen. Als solche sind auch solche Botschaften oft unerkannt und nicht beachtet. Ähnlich den technischen Warnungen der Wissenschaft und Filmen, Funk und Fernsehen. Der aktive Schutz der Familie war jedenfalls Josefs konsequente und aktive Reaktion darauf. Auch wenn diese Flucht zuerst in ein unbekanntes Land und auch eine ungewisse und weiter unsichere Zukunft führte. Wer verlässt schon gerne seinen bekannten Wohlfühlbereich ohne Not? Wie Josef es für seine Familie tat, so müssen auch wir manchmal Entscheidungen treffen, die schwer fallen und Dinge tun, die uns Anstrengungen verschaffen, die aber die gute Fürsorge unserer Mitmenschen einschließen und mitfühlen, mitnehmen. Wir, die Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde und auch unser Team von unterwegs in Heiligen, wünschen euch allen einen hoffnungsfrohen und gesegneten Aufbruch in das Jahr 2022. Wie schon mindestens einmal in dieser Serie
so auch hier der beste Wegbegleiter auf dem von uns aktiv einzuschlagenden Weg aus 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben diese drei: Glauben, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte. Erlaubt mir zu ergänzen, sie ist auch der aktive Teil dieser drei.